Ja. Ich weiß nicht, irgendwie, wie kann ich... Ich mag sie. Sie haben irgendwas an sich. Ich weiß nicht, meine Titten? Nein. Hi, mein Name ist Peter Frahm und hier ist die nächste Frage und potenzielle Murmeltieraktion von einem meiner Zuschauer, heute auch mal ernst gemeint. Gestern habe ich so gedacht, anscheinend hat Covid den Leuten teilweise die Social Skills weggeraucht, denn das gestern war natürlich eine offensichtliche Scherzfrage von einem, der schon länger zuschaut, offensichtlich witzig und satirisch gemeint. Aber jeder Zweite, jeder Dritte hat drunter kommentiert, ach Herr Frahm, das ist doch ein Troll, Sie raffen es doch gar nicht, sind Sie denn blöd und hä, ist das ein Troll? Offensichtlich war das natürlich eine witzig gemeinte Scherzfrage. Ja, aber das hier klingt schon eher echt, deshalb lesen wir mal rein. Sehr geehrtes Team des Next Level Forums, mein Name ist bla bla bla. Ich finde es echt cool, was ihr macht und ich würde gerne etwas erzählen und wissen, was ihr dazu meint. Also es gibt da diese junge Dame in meinem Kurs. Heißt, ich sehe sie jeden Tag und das auch noch eine ganze Weile. Das heißt ja schon mal, die Frau existiert auf diesem Planeten, in diesem Teil des Universums. Das ist ja schon mal positiv. Sie hat einen Freund. Nein, sie hat einen Freund, nehme ich an. Ja, Leute, einen Freund. Wenn ich sage, ich gehe ein Döner essen, dann ist das kein Deutsch. Das heißt einen Döner essen. Sie hat einen Freund, bitte. Rechtschreib- und Deutsch-Nazi. Sie hat einen Freund und wohnt auch gar nicht hier in der Stadt. Das heißt, da versucht er sie schon wieder so ein bisschen unter Wasser zu heiraten. Er ist vergeben und wohnt auch völlig woanders. Wenn wir Kurs haben, ist da eine Beziehung zwischen uns, die ich schwer beschreiben kann. Und das glaube ich, denn er beschreibt es jetzt leider gar nicht, wie es läuft. Es scheint so schwer zu beschreiben zu sein, dass man es nicht einfach mal beschreiben kann, was denn wirklich passiert ist bisher, ob man miteinander quatscht oder nicht. Kommt jetzt. Aber sie ist auf jeden Fall, also die Beziehung ist auf jeden Fall so, dass wir, glaube ich, schon Bock aufeinander haben. Glaube ich, heißt jetzt was. Es ist halt so, dass so wie die Situation gerade ist, es nur schwer vorstellbar passen würde. Dadurch kommt es zum Zwiespalt in mir. Was bereue ich mehr, es nicht versucht zu haben oder vielleicht beim Versuchen keinen Erfolg gehabt zu haben, keinen Erfolg gehabt zu haben. Außer den Versuch an sich, was würdet ihr machen? Was denkt ihr zu meiner Frage? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank, mit freundlichen Grüßen und der Name. Ja, vielen Dank für diese Frage. Das ist natürlich wieder eine absolute Murksfrage. Ja, was passiert denn überhaupt? Wird miteinander gequatscht? Wird geflirtet? Weiß die Dame überhaupt, dass sie im gleichen Universum existieren? Und dann, ja, gibt es denn keine Pausen in diesem Kurs? Ja, fängt der Kurs mittendrin an, wie das im Traum so ist. Man wacht mitten im Kurs auf. Sie fahren doch irgendwann mal hin zu diesem Kurs und fahren wieder weg und dann gibt es einen Kursraum. Dann trifft man sich vielleicht 5 Minuten vorher vor dem Kursraum oder quatscht danach noch ein bisschen oder quatscht in der Pause ein bisschen. Ist ja nicht unmöglich, mit den Kursteilnehmern, mit denen man sich da sowieso befindet, ein bisschen zu quatschen. Und dann merken sie ja, ob da was geht, ob da nichts geht, ob da eine Connection ist oder keine ist oder wie sie, ob sie noch Bock auf ihren Freund hat oder ob sie sowieso schon so halb auf dem Absprung ist und so weiter und so fort. Und dann könnte man ja theoretisch ein bisschen quatschen und ein bisschen rumflirten. Und das müssen sie dann entscheiden, wenn da was gehen sollte, ob sie dann dazwischen funken oder nicht. Das ist Ansichtssache. Ja, wenn das mit dem Freund sowieso schon kurz vorm Beenden ist, ob man es dann selbst übernimmt oder ob man sagt, okay, wenn ich es nicht bin, dann springt es halt sowieso zum Nächsten. Warum soll ich also nicht der Nächste sein, wenn mir die Frau gefällt? Das ist Geschmackssache, ob man das macht oder ob man sagt, nein, ich gehe die Frau erst an, wenn die Single ist. Können Sie sich aussuchen. Aber dazu müsste man ja mal miteinander quatschen. Und so wie das hier geschrieben ist, und die Beziehung ist schwer zu beschreiben, hört sich das so an, als wenn da nur aus der Ferne durchs Universum geglotzt würde, anstatt einfach mal in der Pause ein bisschen gequatscht. Ja, von daher baut euch da keine Luftschlösser auf, sondern quatscht vielleicht erstmal mit der Frau, ob die überhaupt einen geraden Satz rauskriegt oder ob ihr miteinander 2 gerade Sätze rauskriegt, ob das überhaupt halbwegs passt. Von daher heute eine 5,6 oder 6,5 auf der Murmeltier-Weltraum-Geheirate-Skala. Es ist nicht ganz katastrophal, aber ein bisschen Murmeltier war mit drin. Und bessert euch. Ja, das war's dann auch schon für dieses Video für heute. Wir sehen uns im nächsten Video im Coaching oder im Next Level Forum. Das ist wie immer meine Online-Community für Persönlichkeitsentwicklung. Kommt gerne vorbei, wird's bald. Die Links dazu sind unten in der genüsslichen Beschreibung. Bis dann, haut rein, macht's gut, ciao. Thank you for the suggestion. It was a good one, without a question. Do a cover, subscribe, watch the original. I just told you again, it was subliminal. Ooh, 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 ooh.
erzählen Sie mir etwas von sich. Ich meine, falls Sie Ihre schmutzigen Gedanken so lange im Zaum halten können. Tja, ich bin Puppenspieler und ich habe... Zahlen.